Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Einführung in die Kantate 187. Wir haben heute einen Gast, unseren Organisten Nicola Kumer. Er wird uns über das Fahrgestell oder die Fahrgestelle der Vereinigten Johann Sebastian Bachschen Bundesbahnen aufklären. Und ich darf Ihnen versprechen, Sie werden auch gefordert sein. Er wird das dem Herrn Lutz nachmachen, nämlich singen, singen und singen. Vorerst aber hören Sie die ersten Takte. Was hören Sie? Eine Quart, aber nicht wie sonst. Trara, das tönt wie Jagdgesang. Als Auftakt mit einer schweren 2, sondern auf die 1. 1. Und die Quartnote oben ist punktiert, also verlängert und als Synkope dargestellt, also als Gegentakt. Ram, ti, la, da, 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 ram, bi, ba, 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 bi, ba, ba, ba. Sie haben ein anspruchsvolles Blatt. Grüsi, müsi ist die Seite Lutz. Die schöne, helle, blaue Ordnung hinten ist Nicola Kumer. Wir wollen keine graphologischen Untersuchungen anstellen. Nehmen Sie bitte die Seite Chrysimysi Alphons und dann sehen Sie dick gezeichnet diese Noten. Unten das Fahrgestell. Eine Eröffnungskadenz. Zweiter Takt. Terzen. Hinauf und hinunter gehen. Fast ein bisschen klagend. Die beiden Oboen. Wir werden vielleicht uns dann auch überlegen, was das zu bedeuten hat. Wenn Sie bei Cäsar schauen, Choreinsatz. Es wartet. Das war der Alt. Sie sehen, die langen Noten bedeuten das Warten. Es war, es war. Dazu die Männerstimmen. Es war, es war. Es wart, es war. Dissonanz, Konsonanz, also Dissonanz schneidend. Oh je, schon wieder die Steuererklärung ist gekommen. Kaum hat man sie ausgefüllt, kommt schon die nächste Steuererklärung. Und dann hat man sie wieder bezahlt und ausgefüllt und dann kommt die nächste und so weiter. Eine ewige Sache mit Dissonanz und Konsonanz. Nein, schon okay. Ich finde das wunderbar. Aber wenn Sie sehen, bei meinem Krüsimüsi bei C, diese. Die Stimmen sind nicht in der einfachen Form, sondern diminuiert, wie man sagt. Das heißt, sie haben. Umspielungen. Und das gibt diesen ganz bestimmten Bachschen Sound. Die Kontrapunkte. Oder dann bei Dora, wenn es kommt, wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du ihnen gibst, aus der Fülle der Oktave, und das Sammeln, man hat den Eindruck, man hat das vor sich, dieses. Schauen Sie die Zeile 2. Die machen, sammeln sie denn wieder, dam dam ham drauf tut, so werden sie mit Güte gesehen. Und die Zeile 3. Erstaunlicherweise ist das ein Kanon. Alle Stimmen singen diese Noten und die andere Stimme setzt ein. Also ein hochkomplexer kontrapunktischer Satz. Ein Riesensatz, dieser erste. Und um was geht es eigentlich hier, Karl? Wer wartet auf wen? Die ganze Natur wartet auf Nahrung, auf Essen
und trinken. Und die Kantate singt eigentlich das aufgrund der Psalmen, also Psalm 104 zum Beispiel, der Schöpfungspsalm, der rühmt, wie großartig ist das eingerichtet, die Welt, dass alles, was da lebt, Nahrung bekommt. Und zwar für alle. Ein schönes Bild in Nummer 2, wo das, wenn man jetzt überlegt, alle Vögel, die in der Welt herumschwirren, die zu füttern. Das vermöchte niemand auf der Welt, alles zu bezahlen, aber es ist auf der Welt so eingerichtet, dass die ganze Vogelschar schon ihre Nahrung findet. Der Hintergrund der Kantate, den wir da bedenken müssen, ist die wunderbare Speisung der 4000, welche im Markus-Evangelium beschildert wird. Kommt nicht wörtlich vor in der Kantate, aber wir müssen das im Hintergrund so behalten. Darum geht es. Alles, was da lebt, will essen und trinken und wird versorgt werden. Wenn wir einen Blick auf diese Kantate jetzt werfen, Psalm Nummer 1, der Chor, das Wort, das kennen Sie aus dem wahrscheinlich dem bekannten Lied, aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihn in ihre Speise zu seiner Zeit, aus diesem Psalm, Schöpfungspsalm. Dann im Rezitativ wird das weiter entfaltet, auch Gedanken aus dem Psalm 104. Die ganze Vogelschar wird ernährt, alle Menschen kommen zu ihrer Sache. Und schließlich Nummer 3, die Arie aus dem Erntedanklied, Psalm 65 geschöpft. Du krönst das Jahr mit deinem Gut. Also es ist alles bereit, alles, jedermann kommt zu seiner Sache. An dieser Stelle würde dann unterbrochen in diesem Gottesdienst, käme die Predigt und das Abendmahl. Und nachher der zweite Teil fängt wieder an mit einem Bibelwort aus der Bergpredigt Jesu. Das Wort, wir sollten nicht sorgen, denn der liebe Gott wisse ja, was wir alles nötig haben. Und das wird entfaltet persönlich. Der Dichter wechselt dort bei Nummer 5 der Arie im Sopran in die Ich-Form. Gott versorgt alles Leben. Sollte denn ich der einzige Mensch auf der Welt sein, der leer ausgeht? Das kann ja gar nicht sein. Und weiter entfaltet im Rezitativ Nummer 6, wenn ich darauf vertrauen kann, dann kann ich auch in Dankbarkeit annehmen. Halte ich nur fest an ihm mit kindlichem Vertrauen und nehme mit Dankbarkeit, was du mir zugedacht, so werde mich dann nie deine Hilfe so werde ich mich nie ohne Hilfe schauen. Und wie er auch vor mich, wir würden sagen für mich, die Rechnung hat gemacht. Alles werde ich bekommen, was ich zur Not brauche. Und am Schluss, diesmal nicht nur eine Strophe des Chorals, sondern das sind zwei aneinandergefügte Strophen, die fassen das zusammen. Und es kommt nochmals, dass also Berg und Tal nass wird, es hat Wasser genug, dass alles wächst, dem Vieh wächst das Gras, aus der Erde Wein und Brot schaffet Gott und gibt's uns satt. Die klassischen beiden Dinge, symbolträchtig, Brot und Wein, dass der Mensch sein Leben hat. Wir danken dir und bitten ihn, dass er uns gebt des Geistes Sinn, dass wir solches Recht verstehen, stets in seinen Geboten gehen, seinen Namen machen groß, in Christo ohn Unterlass, so singen wir recht das Gratias, eben das Dank sei dir, Gott, für alles. Eine kurze Zusammenfassung des Textes dieser Kantate, die Voraussetzung für Johann Sebastian Bach, ans Werk zu gehen. Und wie Sie wissen, bei diesen Kantaten hatte er sich 3 Tage Zeit genommen. Und dann stand das Ding in der Partitur und die Schreiberlinge versuchten dann aus einem vielleicht nicht ganz so einfach zu entziffernden Notenbild, denn Tinte kann man ja nicht gümmele, die richtige Stimme herauszuschreiben. Bach kontrollierte stets die Stimmen
weil er sicher sein wollte, dass er keine Zeit hat, um irgendwelche Korrekturen dann während der Probe zu veranstalten. Eine Erfahrung, die jeder Komponist macht. Nun, wenn ich jetzt eine Überleitung zu der Darbietung unseres Organisten schaffen möchte, nehme ich beispielsweise Takt 16. Und wenn Sie diese Musik einmal hören, das kann nicht mehr sein. Aber ich könnte ewig. Hör mal auf. Entschuldigung, ja. Also, eine Sequenz oder eine Einrichtung, wie der Noldi Alder sagt. Eine sauschöne Einrichtung, oder? Er kann noch versteigern. Diese Einrichtung, um das geht es. Nicola Kummer ist nicht nur ein hervorragender Cembalist, Organist, er ist auch Dozent an der Schola Cantorum Basiliensis, hat Improvisation studiert, alle möglichen Fächer studiert, unterrichtet dort und hat sich seit einigen Jahren gekümmert um das Erfassen solcher Modelle, auch im Verlaufe der Historie der barocken Musik, natürlich auch wurzelnd in der frühbarocken und renaissancemäßigen Musik, hingehend bis zu Johannes Brahms. Nicola Kummer, herzlichen Dank, dass du kommst und uns jetzt entführst in die Welt der Sequenzen. Ja, vielen Dank, Rudi, für die Einladung, einmal hier mitwirken zu dürfen. Ja, was ist ein Satzmodell oder auch Sequenz oder auch Bassgang? Im Grunde, es ist eine Bewegung in der Bassstimme nach einem bestimmten Muster. Wenn Sie jetzt mein Blatt nehmen, das ist die Seite mit wenigen Noten drauf. Bei Buchstabe A haben wir folgende Basslinie. Das nennen wir Quintfall, nach dem größten Intervall, das vorkommt. Eine Quinte nach unten, eine Quarte nach oben und so weiter. Diese Modelle kann man unterteilen in zwei großen Kategorien, die absteigende und die aufsteigende. Deswegen sehen Sie hier zum Beispiel bei Buchstabe B ein Terzfall, also eine absteigende Terz. Das ist das Hauptintervall. Aber auch dann bei Buchstabe C ein Quartstieg. Also eine aufsteigende Quarte. Einmal habe ich von einem Studenten einen schönen Feedback erhalten, nachdem ich ein Jahr lang ihn geplagt hatte mit diesen Satzmodellen. Er war in einem Konzert und hat mir gesagt am Tag danach, du, ich habe gestern alle diese Satzmodelle gehört. Ich fand es schön, weil mir geht es heute auch ein bisschen darum, dass wir durch das Praktizieren, zwar sehr kurz, von einigen diesen Modellen dann hoffentlich in der Kantate heute Abend sie auch wieder erkennen. Das Problem, wenn man so sagen darf, bei Bach ist, dass seine Satzmodelle, wie Rudi schon dargestellt hat, sehr komplex sind. Also die Kontrapunktik der Oberstimmen und auch die Basslinie selbst erscheint nicht in der einfachsten Form, sondern schon mit einer gewissen Bewegung. Vor allem im ersten Satz, aber auch im vierten Satz. Was ich nun versucht habe, hier mit meinem Blatt, ist diese wenige Modelle auf ihren Kern quasi zu reduzieren, auf den Skelett, eine Basslinie und zwei Oberstimmen dazu, die ich gerne jetzt mit Ihnen auch singen werde. Und ich würde jetzt Sie bitten, also die Männer, die Basslinie zu singen mit Begleitung vom Keyboard. Der erste Ton ist im Klammer gesetzt, man kann sie denn singen, wenn man will, man muss nicht aber unbedingt.
4, 1. Jetzt möchte ich dazu die tiefere Frauenstimmen oder obere Tenöre zusammen. Da, das wäre der Ton für die Altistinnen und den Bass zusammen. 4, 1. Sehr gut. Dazu jetzt die Sopranstimme. Das wäre das. Dann alle zusammen. 4, 1. Üben wir jetzt den nächsten Satzmodell. Einmal die Männerstimme. 4, 1. Die Altstimme und die Männer zusammen. 4, 1. Die Oberstimmen brauchen wir nicht mehr zu üben. Es ist gleich wie im Beispiel davor. Dann alle drei Stimmen zusammen. Und wir machen es etwa zweimal nacheinander. 4, 1. Quartstieg, die Männer. Hier ist eine kleine Änderung, das heißt, es kommt direkt auf dem 1, das Modell. 3, 4. Die Altstimme, zusammen mit dem Bass. 3, 4, 1. Die Sopranstimme. Alle drei Stimmen zusammen. 3, 4. Das letzte Beispiel bei Buchstabe D kommt im vierten Satz vor. Das können wir jetzt einmal machen. Die Basslinie, das ist wieder auf den 2. 3, 4, 1. Etwas längeres Modell. Die Altstimme zusammen mit dem Bass. 3, 4, 1. Die Sopranstimme, alle zusammen. 3, 4, 1. Genau, sehr schön. Ein letzter Hinweis, bevor wir dann auch diese Modelle nacheinander singen, alle zusammen, ist die Zahlen, die Sie sehen über den Bass, bezeichnen den Abstand zwischen Bass und der jeweiligen Stimme. Die Quinte, die Terz. Das sage ich vor allem aus dem Grund, dass
In diesen Modellen kommen immer wieder Dissonanzen vor, das heißt Töne, die auch mit einer besonderen Expressivität gesungen werden können. Wenn Sie zum Beispiel eine 7 sehen, dann kann man diesen Ton mit einem besonderen Druck auf Italienisch, das wäre die Messa, die Voce, also ein Crescendo über den Ton machen. Zum Beispiel. Die Bindungen haben auch eine Bedeutung. Der zweite Ton der Bindung ist immer der dissonante Ton. Und im letzten Beispiel, bei Buchstabe D zum Beispiel, das ist der Bass, der bei dem zweiten Ton der Bindung die Dissonanz hat. Dam, 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 dam und so weiter. Jetzt würde ich gerne Rudi bitten, uns zu begleiten. Und ich würde es so machen, jetzt diese Modelle singen lassen. Ich dirigiere so diskret. Aber wenn ich den Arm so hebe, das heißt, wir gehen ins nächste Modell rüber, ohne abzubrechen. Aufpassen, dass bei Buchstabe C das Modell nicht auf 2, sondern auf 1 beginnt. Das ist eine kleine Falle. Aber ich glaube, wir werden das hinkriegen. Also ich werde den Arm natürlich rechtzeitig heben, etwa in der Mitte des gerade gesungenen Modells. Okay, gibst du uns die Töne? Drei, vier, eins. Sehr schön. Und Rudi hat schon ziemlich viel Kontrapunkt hineingebracht. Ich glaube, wir können noch jetzt ein Beispiel von der Kantate sehen, wie das noch weitergehen kann mit diesen komplizierten Oberstimmen. Wir gehen jetzt wieder an diesen Takt 16, den ich vorhin gespielt habe. Sie haben aber gar nichts auf dem Papier, gar nichts. Nur, was wir jetzt Ihnen gezeigt und zum Hören überlassen haben. Nicola, wenn du vielleicht sogar einfach mal die Bassstimme spielen könntest und vielleicht auch rasch den Quintfall zeigst. Genau, also das bei dem berühmten Takt 16 wäre der Anfang von der Terzfalltreppe. Und etwas später, kurz danach, ein ziemlich langer Quintfall, hier eben auch modulierend von G-Moll nach C-Moll. Wenn du das jetzt mit deiner Begleitung spielen würdest, das sogenannte Continuo, das nicht ausgeschrieben ist in den Kantaten, sondern vielleicht mit ein paar Zahlen
chiffriert wird. Und die Chiffrage macht der Continuo-Spieler am Cembalo und an der Orgel. Dann wäre der Terzfall. Mit Doppeldissonanzen. Und der Quintfall. Wir fragen uns dann nachher natürlich, warum hat Bach in dieser Kantate so viele lange, lange Sequenzen eingebaut? Aber ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Das Warten und das nochmalige Warten, das Hinaufgehen ist vielleicht die Hoffnung, das Hinuntergehen, das Sinken der Hoffnung. Und in diesen langen Messa di Voces, diesem Bim, ti, da, da, di, 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 di. Vielleicht ist dem Thema Pam, ti, ja, da, 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 di, der Füllkorb, das Füllhorn auch dargestellt. Wir wissen es nicht, aber wir spüren, Bach hat sehr viel investiert in diese Kantate. Jetzt, ich würde eine Stimme zu singen versuchen aus diesem Takt 16. Welche soll ich nehmen? Es gibt zwei schöne bei der Terzfall. Das ist natürlich die 9, eine schöne, oder die Quarte. Die 9 wäre in der Bratsche. Vielleicht die erste Stimme da mit der Quarte. Diese hier? Ja, ist das was singbar? Ich denke, ja. Okay. Drei, vier. Pom pim pom pim pom pim pom pim ya di 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 do 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 di 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 do 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 di di do 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 di di do di di do di do 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 di 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 di. Ja. Das Faszinierende, es ist nur eine dieser Stimmen. Und dann könnte man sagen, nehmen wir noch die? Sollen wir noch eine nehmen? Karl, hättest du Lust, eine zu singen? Sehr gerne, ja. Sehr gerne, ja. Aber aus Bescheidenheit wirst du jetzt nicht da in die Runde drücken. Welche sollen wir nehmen? Ich würde gerne die Bratschenstimme, weil die bleibt immer ein bisschen vielleicht versteckt, aber hier ist sehr schön, die trägt sehr schön bei zu dieser Dissonanzbildung eigentlich. Okay. Drei, vier. Jetzt ist es weniger. La 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 nam nam bim lam pam bim dam dim pam bim pom 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 bi ra ri ri ra ri 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 ra ra ri 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 ra dim pam ti. Ja, also. Und bei der Betrachtung dieser Stimmen, man sieht, jede hat ihre eigene Charakteristik, aber sie wechselt immer wieder, mal eher begleitend, mal im Vordergrund. Und ich glaube, da ist Bach ein großer Könner. Er weiß, dass die Musikerinnen und Musiker gerne musizieren, wenn es nicht immer nur langweilige Stimmen sind. Wie man denkt bei den Marsch, wenn die Hörner... Oder, aber, gell, ohne schöne Nachschläge ist ein Militärmarsch also schon gar nichts. Ja. Aber wenn es dann ewig geht, dann kann das schon also mühselig sein. Auf der Berner Almend, Tönü Blau, Rudolf Lutz, in der Rekrutenschule, mussten wir den
Einleitung und erster Teil des Marsches, also 16 Takten üben. Eine Stunde lang standen wir so unter den Bäumen und mussten dann so. Und dann habe ich immer. Man kam sich vor wie in einem Warten auf Godot oder sonst. Es war natürlich Warten auf den Ausgang, oder? Ja. Entschuldigung, wenn es hier noch, noch militärische Erinnerungen kommen. Nicola, ich glaube, du hast uns aufs Allerschönste gezeigt, wie sorgsam so etwas aufgebaut wird und was eigentlich diese einzelnen Stimmen, wenn die übereinander liegen, eben eine Harmonie ermöglichen. Genau. Wie bringst du das deinen Studenten bei? Zuerst habe ich mal alle diese Modelle ausgesucht und quasi in einem Katalog gesetzt, auch auf sehr ähnliche Art und Weise, den dreistimmigen Kern geschrieben. Und ich lasse meine Studenten singen, spielen, selber komponieren und ermuntere ich immer wieder sie, jedes Mal, dass sie eine Musik hören, danach zu suchen und diese Bausteine, das ist natürlich nicht alles in einer Komposition, aber es sind schon wichtige Bausteine, kann man sagen, zu erkennen. Und das macht eigentlich Freude. Es ist eben alles, es ist eben etwas, das, wenn es kommt in eine Musik, eigentlich es ist erwartet und das macht dann Freude, wenn die Erwartung auch erfüllt wird. Wollen wir noch schnell? Sollen wir miteinander? Ist A-Moll okay? Das ist jetzt eben nicht erwartet, aber das macht nichts. Ist eben A-Moll gut? Oder will ich auch G-Moll wäre schön, okay, dass wir die gleiche Tonart wie die Kantate haben. Wie beginnst du? Okay, soll ich da ein... Ja, soll ich anzählen? Dann kann ich... One, two, one. Ja, Nicola Kummer, wunderbar. Ja, sehr gut. Sie sehen, auf was für Leute ich zählen kann in meinem Ensemble. Das ist natürlich wirklich der Boden, die Substanz, das, was vom Bass auskommt. Und dann kann sich der Blumenstrauß der Bachschen Kontrapunkte darauf entwickeln. Sie sehen, wir geben heute einen relativ detaillierten Akzent auf etwas, werden natürlich jetzt andere Sätze vernachlässigen. Wobei ich weiß, Sie als Publikum, Sie haben Ohren, Sie haben Wissen, Sie sind hier dabei, Sie kommen sehr regelmäßig und Sie sagen, ja, also da wir können selber hören, was eigentlich läuft in den anderen Werken, in den anderen Stücken. Und ich denke, wenn Sie lauschend jetzt vielleicht auf diese Satzmodelle achten, werden Sie sagen, ja, hier ist so eine Einrichtung, etwas, das sich hinauf, hinab, aber vielleicht eher in diese Richtung nach unten oder wie beim Quartstieg, wenn so hinaufgeht und so weiter, dass Sie diesen Sachen nachhorchen möchten. Ich möchte auf eine zweite Runde Karl Graf hinweisen. Er hat nämlich einen großartigen Fund gemacht. Als es um diese Geschichte, um die Speisung der 4000 ging, diese berührende Geschichte, wo Jesus seinen Fans, die da bei ihm bleiben, tagelang, um ihm zu lauschen, weil er hat Worte des ewigen Lebens.
die merken das, dass die Predigt kann nicht aufhören. Er sagt, die haben ja Hunger. Die müssen nach Hause gehen, einen langen Heimweg, und die müssen doch auch was zu essen. Also der Mensch lebt nicht von Brot allein, aber eben auch von Brot. Und dann tun sie alles zusammen, ihre Fische, ein bisschen Brot, und es reicht für alle. Diese Geschichte ist die Grundlage der Kantate. Die Predigt, die gehalten wurde, ist natürlich leider nicht mehr vorhanden. Das müssen wir immer nachlesen. Wir hätten so gerne mal eine zeitgenössische Predigt, die gehalten wurde an einer Bach-Kantate. Das haben wir nicht, aber Karl Graf ist fündig geworden, und ich freue mich, dass du uns diese Auszüge aus einer sicher sehr langen Predigt uns zeigen wirst. Ja, ich bin fündig geworden in einem Buch, das 1736 in Leipzig erschienen ist. Eine Predigtsammlung eines damals wirklich berühmten und beliebten Predigers, Professor Dr. Heinrich Müller in Rostock. Er hat ein Buch mit dem Namen Herzensspiegel herausgegeben mit Predigten für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres zu den Episteln und zu den Evangelientexten. Und da möchte ich nun einiges Ihnen zeigen, wie der das gemacht hat. Die Predigt ging etwa eine gute Stunde. Ich muss also natürlich hier eine Auswahl treffen. Hören Sie, wie das etwa klang. Wir müssen wissen, dass der Prediger vor der Situation stand, einer schwierigen Situation. Es war ein Unwetter gewesen. Die Äcker und Felder waren verwüstet und die Ernte dahin. Es zeichnet sich also eine Not ab, eine Notlage. Geliebte im Herrn, in der Welt gibt man viel Fragen auf. Und werden der unnützen Fragen schier so viel, dass sie nicht zu zählen. Die allernötigste aber und seltsamste Frage ist diese: Wie fange ich es an, dass ich selig werde? Gar wenige bekümmern sich um das Ewige. Die allermeiste und auch unnützeste Frage ist diese: Woher nehmen wir Brot in dieser Wüste? Man komme, wohin man kömmt, allenthalben ist diese Frage, wie fängt man es an, dass man Brot habe mit den Seinigen? Mein Herz, damit bist du, Hörer, liebe Hörerin, gemeint, mein Herz, ich will dir heute die Frage auflösen, dich zu Jesu weisen und dir, als in einem Spiegel bei Jesu vorstellen, 4 Brotkammern, die allezeit offen stehen, aus welchen du einen Segen nach dem anderen nehmen kannst, so du ein Kind Gottes bist. Dann will ich dich weisen auf dich selbst und dir 7 Brotkörbe vorstellen, da du allezeit Brot und Nahrung, die Fülle findest. Wir wollen anfänglich das Evangelium kürzlich durchlaufen. Und dieser kürzliche Durchlauf geht dann etwa 4 Seiten durch. Das muss ich jetzt auslassen. Er geht vom Mitleid über das Volk, das Jesus Mitleid hat, geht er an. Die haben so lange ausgeharrt und haben nichts zu essen, bis zum Einsammeln der Brocken, die noch übrig geblieben sind, die sie dann in die 7 Körbe füllen. Und da unterlässt er es nicht, doch hinzuweisen, dass das Wort Korb noch in der Apostelgeschichte vorkommen, dass wir wissen, was für Körbe das sind. Dort kommt es nämlich vor, dass die Jünger den Apostel Paulus dort in Damaskus herausgeschmuggelt haben, weil er von den Gegnern verfolgt wurde, und haben ihn in einem Korb über die Stadtmauer hinuntergelassen. Also wir müssen uns, so hat der Prediger dann gesagt, solche Körbe vorstellen, nicht so kleinliche, zierliche Brotkörblein. Nun also, und wie hieß das mit diesen Brotkammern und Körben? Er schreibt, die erste Brotkammer, das ist das erbarmende Herz Jesu. Ein Zeichen dafür, dass es Gott nicht gleichgültig ist, wie es uns geht, sondern dass er Erbarmen hat mit uns. Er erbarmt sich über die Menschen.
Die zweite Brotkammer ist das allsehende Auge Christi. Christus sieht also die Not, er schaut nicht darüber hinweg. Er sieht, die Leute haben Hunger, wir müssen etwas tun, ihnen zu essen geben. Das führt ihn zur dritten Brotkammer, das sei der wahrhaftige Mund Christi. Und der Prediger schloss das daraus, es heißt, Jesus ließ die Leute sich lagern. Mit anderen Worten könnte man sagen, sie zum Tisch bitten. Wenn Jesus doch sagt, sie sollen sich lagern, dann gibt es doch jetzt etwas zu essen, da können wir uns doch darauf verlassen. Und darum eben die vierte Brotkammer, das ist die allmächtige Hand des Herrn, denn sie kann Wunder tun. Aber noch schöner sind die Brotkörbe, die einzelnen. Der erste Brotkorb, das ist die Liebe zu Gottes Wort. An den Zuhörern damals, die Jesus gelauscht haben und ausharrten, 3 Tage lang sei es nämlich gegangen, die sind Vorbild, Liebe zum Gottes Wort. Der zweite Brotkorb sei der Glaube. Wir würden vielleicht sagen, das Vertrauen. Also nicht verzweifeln, im Sinn etwa, wie es im Wort der Bergpredigt Jesu heißt, Gott wisse ja, dass wir das alles brauchen. Ist eine Eigenart übrigens dieser Predigt und dass viele Bibelzitate immer wieder kommen. Nach der Regel, wie die Bibel sich auslegt, nämlich die Bibel legt sich selber aus. Durch die anderen Stellen erklärt sie sich. Der dritte Korb, das sei Gebet und Danksagung. Bei der Verteilung der Brotstücke heißt es, Jesus habe gebetet, gedankt und dann verteilt. Beten, aber nicht nur bitten, sondern auch danken. Das sei ein Brotkorb. Aber es wird nun farbiger, der vierte Brotkorb. Eine fleißige Hand ist das. Der Mensch soll sich nähren von der Hände Arbeit. Er muss selber den Acker pflügen und den Samen ausstreuen. Nur für das Wachsen und Gedeihen sorgt Gott selber. Niemand darf gen Himmel gaffen und denken, es solle ihm von da eine gebratene Gans ins Maul fliegen. Der fünfte Brotkorb, Barmherzigkeit gegen die Armen, sagt er also den Leuten, die Angst haben, sie hätten jetzt dann kein Brot mehr. Brich dem Hungrigen ein Brot, heißt es in der Heiligen Schrift im Jesaja-Buch. Und der sechste Brotkorb ist die Vergnüglichkeit. Wir wissen, dass das heute zu verstehen ist im Sinn von Genügsamkeit. Man kann mit wenigem zufrieden sein und auch sich mit einer einfachen Mahlzeit gut ernähren. Der Prediger sagte, das Maul musst du nicht verwöhnen. Und der siebte Brotkorb, Sparsamkeit. Wir heben die Brocken auf. Wir werfen nichts weg. Wir lassen nichts verderben. Wir sparen. Nun, meine Herzen, dies behaltet wohl. Wollet ihr Brot haben? Suchet es in euren Brotkammern und Brotkörben. Liebet das Wort Gottes. Wenn ihr zuvorderst trachtet nach dem Reiche Gottes, so wird euch das andere alles zufallen. Amen. Sie werden, wenn Sie heute Abend dem Kantatentext folgen, sehr vieles von diesen Gedanken wiederfinden in der Predigt von unserem großen Johann Sebastian Bach. Karl dir und Nicola dir sehr herzlichen Dank und Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt eine schöne Jause mit Wein und Brot und Zusatz. Applaus